Hi, ich bin Lorenzo und ich möchte euch heute ein Rezept vorstellen. Es gibt Tagliato di Manzo al Balsamico. Das heißt, wir nehmen hier ein schönes Stück argentinische Rinderhüfte und machen das an mit einer schönen Kombination aus Radicchio, Kirschtomaten, einem schönen Guarzoni Balsamico Red und Parmesankäse in Flocken. Ja, und dazu gibt es schönen knackigen Salat. Ja, Salat ist natürlich, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir machen es einfach. Wir nehmen Eisbergsalat, Rucola, Gurken und Tomaten. Natürlich mit Olivenöl. Ja, und einen schönen Balsamico Condimento Bianco von Guerzoni. Und wieder ein bisschen verfeinert mit der Crema, auch von Guerzoni. Ja, gut, fangen wir mal an. So, okay, beginnen wir mit dem Fleisch. Denkt dran, das Fleisch muss richtig trocken sein. Also zupft das vernünftig ab mit Küchenrolle, Küchenkraft. So, okay. Nicht salzen, einfach direkt in die heiße Pfanne und erstmal braten. Die Gewürze kommen ganz zum Schluss. Wenn wir das jetzt salzen, dann riskieren wir, dass das Fleisch austrocknet. Die Pfanne muss schön heiß sein. Das ist ganz wichtig. So. Wir wenden das Fleisch, wenn es sich leicht von der Pfanne ablösen lässt. In der Zwischenzeit bereiten wir den Salat vor. Ich gehe mal ein bisschen runter. So. Los geht's. So. Schönen Schuss, gutes Olivenöl dazu. Benutzen wir mal gute Bio-Olivenöl. Gern was aus den Abruzzen. Und das ist von Gioia di Fattoria. Kenne ich Freunde von mir. So, richten wir das schon mal an. Ich glaube, ich muss mich einmal um das Fleisch kümmern. Jawohl, das Fleisch ist fertig. Legen wir erstmal zur Seite. Dann wickeln wir es in Alufolie ein. Da kann es schön nachziehen. Legen wir das mal beiseite, kümmern uns wieder um den Salat. So. Salz noch, ein bisschen Balsamico Bianco noch, Olivenöl. So, okay, weiter geht's. Jetzt, wo sich die Pfanne ein bisschen abgekühlt hat, werden wir dort drin ja, die Soßenkombination präparieren. Für eine Portion Tagliato di Manzo nehmen wir so naja, eine gute Handvoll Radicchio. Ah, das ist schon eine gute Portion. So, und den geben wir jetzt in die noch warme Pfanne. Ich hoffe, das ist noch warm genug. Jawohl, ganz kurz anbraten. In der Zwischenzeit schneide ich mal die Kirschtomaten. Ich
Drei bis vier Stück für eine Fraktion reichen auch total. Und das geben. Schuss Weißwein dazu. Nein, nein. Alles unter Kontrolle. So. Und ein Schuss Balsamico Red. Oder nur aufgehen. Und nicht sparsam sein. Ordentliche Portion rein. Das kann man zwischenzeitlich mal probieren. Das muss so einen süß-sauren Geschmack kriegen. Ja, gut. Bisschen salzen. Fertig. So. Die Tomaten dazu. Das wird alles aufgenommen. So, jetzt kommen wir zum Thema, warum Tagliata? Tagliata bedeutet geschnitten. Und das machen wir jetzt. Ah, herrlich, den Saft, den wollen wir uns hier lassen. So, schön in so daumendicke Streifen schneiden. Schön medium. So, und wieder dazu. Ein Schuss verdammt, aber zeigt er noch. Lass mir ganz kurz aufkochen und dann ist das eigentlich schon fertig. So. Ja, so, dann wollen wir anrichten. Die Tagliata ein bisschen zusammen. Wird das auch schon warm bleibt. Radicchio und Kirschtomaten dazu. Das duftet. Sud, wenn wir was davon haben. So. So, und dann den Parmesankäse, ja, die Flocken. Man kann es auch sehr gut mit dem Messer machen. Ich habe einen schönen Trüffelhobel. Und mit dem Messer ist das auch kein Problem. Und so. Kann man sich auch schön die Flocken ganz dünn abschneiden. So, das reicht schon. Die Crema. So, fertig. Unsere Tagliata di Manzo al Balsamico. Dazu frisches Weißbrot. Probiert es auch mal aus, das selber zu backen. Ist ganz einfach. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen der Angst nehmen vor aufwendigen Gerichten, weil das ist schon echt was ganz Besonderes, was wirklich nicht jeder kann. Und wie ihr seht, das ist eigentlich ganz einfach. Wir brauchen ein paar gute Helferlein. Wichtig sind vor allem die Rohstoffe. Die Qualität der Rohstoffe sind erstmal 80% des ganzen Gerichtes. Den Rest, okay, macht der Zauberer. Aber Rohstoffe sind schon wichtig.
Wir haben ja wirklich ein gutes argentinisches Fleisch gehabt. Hüfte, wie gesagt. Man kann auch sehr gut das Rumpsteak nehmen, aber ich benutze gerne Hüfte. Kauft vernünftigen Salat, geht auf den Markt, geht in den Bioladen, kauft knackiges, wohlschmeckendes Gemüse. Ja, und auch was Balsamico angeht, kauft was Vernünftiges. Wir haben hier unsere Guarzoni-Produkte, Demeter-Qualität. Man schmeckt schon den Unterschied. Also kann ich euch nur nahelegen. Kauft vernünftige Rohstoffe. Ja, was jetzt noch bleibt, ist Buon Appetito.